Aber wir haben gleich schon wieder keine SP mehr. Ich glaube, da ist nichts dabei. Ne. Und. Ah, zum Kotzen. Wenn ich dich kaputt mache. Ja, das wird nicht mehr reichen. Komm schon, gib mir. Eins. Okay, wir brauchen am nächsten Tag noch ein Eisenerz. Holz. Eisenholz. Also, wenn ich jetzt gerade mal da bin. Kann ich hier mal ganz kurz den komischen Apparello aufstellen? Wird das wirklich funktionieren? Ich habe Angst vor Relikten. Die Kirche hat gesagt, wir sollen so wenige benutzen wie möglich. Schlimme Dinge passieren, wenn sie benutzt werden. Du hast vor allem Angst. Wir haben keine Wahl. Los, probiere es einfach aus. Ja? Hä? Ah, hier. Lautsprecher. Wäre wahrscheinlich mit dem Ghetto Blaster cooler gewesen. Tschüss. Aber so habe ich das auch mal gesehen. In meinem privaten Safe natürlich werde ich dann Ghetto Blaster bauen. Sie sind tatsächlich weg. Unglaublich. Hier ist dein Lohn. Du hast ihn dir verdient. Das hat tatsächlich funktioniert. Wow. Vielleicht bestelle ich demnächst ein paar bei dir. Jetzt, da das Pandamaus-Problem gelöst ist, müssen wir schnell handeln, um unsere Bäume zu heilen. Die Pandamäuse haben ihnen Wasser und Nährstoffe genommen und wir brauchen einen schnellen Weg, sie wiederherzustellen. Wir geben dir den Auftrag dafür. Kannst du uns helfen? Ich nehme an. Ich weiß zwar nicht was, aber ich nehme an. Danke. Petra sagte, sie wüsste etwas von einem Bewässerungssystem. Vielleicht solltest du mit ihr reden. Okay. Ist gut, tschüss. So, jetzt aber schnell Häme. Da haben wir wieder keine Ausdauer. Also keine Sprintausdauer. Und sag mal, Starbuck, du bist immer noch am Warframe-Sucht, ne? Und ab. So, dann geht man da hin. Dann. Macht er irgendwann auf. Dann hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Achso, das war glaub Bumsdings, ne? Komm, die schon wieder her. Den da rein. Halt dich da rein. Haben wir für hier irgendwas? Nö. Für hier haben wir was. Hä? Okay. So, so und ne. Schneider 1. Okay, wo habe ich denn jetzt? Da. Und da, so. Haben wir ab in der Koje. Jo. So. Ein Eisenholz brauchen wir noch. Eines. Einmal schlafen.
Tag 10, Monat 2, Jahr 1. So. Problem ist, so allmählich, glaube ich, haben wir alles abgeholzt hier. So, ey. Kleiner Quälgeist, du wirst vielleicht feststellen, dass deine Arbeit an diesem Morgen ohne deinen geschätzten Briefkasten etwas schwerer ist. Ohne deine Glieder wird sie noch schwerer werden. Hör auf, durch die Stadt zu laufen und Dinge zu erledigen, als wärst du eine Art Geschenk an Portia. Verschwinde! Oh. Ich sollte das wohl der Ziviltruppe melden. Der Briefkasten ist kaputt und muss so schnell wie möglich repariert werden. Alter, muss ich die zwei Holz jetzt echt dabei haben, oder was? Oh. Über 1000 Holz? Bestätigen. So. Forschungsergebnis. Industrieller Ofen. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Industrieller Ofen. Vom Rathaus. Lieber Bürger, das jährliche Portia Kampfkunstturnier findet an diesem Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, dann zeig uns deinen Kampfgeist und registriere dich. Die Registrierung läuft Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch und Donnerstag. Wo? Halt! Hallo! Was ist passiert? Du siehst besorgt aus. Jemand hat meinen Briefkasten zerstört. Er oder sie hat diese Notiz hinterlassen. Drohungen und die Zerstörung von Eigentum. Das ist ein ernsthaftes Verbrechen. Fällt dir irgendjemand ein, der dich stark genug hast, um so etwas zu tun? Higgins? Higgins wäre eine Möglichkeit, ne? Ich sag mal Higgins. Richtig, ihr beide seid ziemlich harte Konkurrenten. Danke, dass du dich an uns gewendet hast, der Tigerle. Wir werden der Sache sofort nachgehen. Haben wir? So, wir müssen mit Petra reden. Da gehen wir gleich hin. So, 9 Uhr. Okay, gehen wir mal vorher, bevor ich jetzt eine Stunde warte und dann dumm in der Gegend... Da haben wir schon wieder. Marthas Lieferung. Ja, das ist der Aufzug. Da müssen wir Baumschule retten. Oh, müssen wir erstmal einsammeln gehen. Und fetzen wir zu Petra, geben neue Discs ab. Und fragen mal wegen der Baumschule. Und dann holen wir die anderen Quests. Komm schon, 9 Uhr, ey. Um 9 Uhr, ey, da bin ich schon wieder müde. Also 9 Uhr abends. Ruhe da drüben. Oh, wir haben 9 Uhr. So. Na komm. Können wir sicher mal wieder ein bisschen kämpfen, oder? Ja, geht. Mit Petra soll man reden. Hallo Schnuffelsche. Etwas, um die Bäume wieder zu beleben. Unsere Ahnen benutzten viele ausgeklügelte Bewässerungssysteme. Ich habe viel darüber gelesen. Dafür brauchen wir 6 Datendisks. Echt jetzt? Da du ein Bewässerungssystem baust, brauchst du etwas, was man einen kleinen Motor nennt. Das ist die Maschine, die unsere Autos antreibt.
und einige unserer Flugzeuge fliegen lässt. Wir wissen nicht mehr, wie man sie herstellt, also müssen wir sie aus den Ruinen holen. Du hast sie? Super! Es wird ein wenig dauern, alle Daten zu analysieren. Ich melde mich... Ach so. Jetzt kann ich der für mich gar keine geben. Doch, das geht. Nein, kriegst keine mehrere. Ja, morgen habt ihr mehr für mich, dankeschön. So, haben wir das. Dann flitzen wir jetzt darüber, holen die zwei Quests ab. So, da können wir gleich da rausflitzen. Ah, ich glaube, die üben marschieren. Da haben wir wieder keine Sprintausdauer mehr. Die nehme ich mit. Pups? Nein, kein Pups. Ihr seid doof. Hier haben wir gerade keine Bäume. Hier haben wir schon mal was. Ah, von Sophie wieder. Marthas Lieferung. Hallo, ich warte auf eine Bestellung von Martha, aber es wird ein wenig spät. Könntest du nachsehen, was geschehen ist? Ich würde selber gehen, aber mein Bein geht es zurzeit nicht so gut. Oder kann ich ein Lied von singen? Nicht jetzt, vielen Dank. Es sind Eier, Milch und Obst. Egal welches Obst. Hä? Die haben das vertauscht. So, dann hatten wir da unten noch was. Hallo McDonald. Oh, hallo Handwerker. Ich wollte dich gerade was fragen. Weißt du, ich habe einen Vermietungsservice für Reittiere angeboten, doch einen Monat bevor du gekommen bist, hat ein Sturm gewütet und meinen Stall beschädigt. Dieser Higgins ist zu eitel, um einen so kleinen Job zu übernehmen. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht helfen würdest. Klar. Großartig, der Stall ist da drüben in der Ecke. Bitte kümmere dich um ihn, sobald du Zeit hast. Mach aber. Aber erst muss ich mich um einen Aufzug kümmern. So, und dazu brauche ich Bäume. So, ja. La Baum. Komm, wir fetzen mal da hoch. Von hier sieht es da hinten voll viel Bäumen aus, ne? Wieso habe ich die nicht abgeholzt? Ah, weil ich da nicht hinkomme. Darum und dann komme ich nicht mehr hoch, oder? Toll. Probiere mal hier. Komm, ein so ein blödes Fackholz fehlt noch, ey. Das werdet ihr doch jetzt wohl noch hinkriegen, oder? Moin, Kelly Killer. Bist du gerade aus dem Bett gefallen oder bist du gerade das Heimkommen? Der Baum ist in Wirklichkeit gar nicht da, okay. Traumbot, du bist eine Drecksau. Mann, jetzt sind die da drin ja weg, oder? Ey, guck sie alle jetzt. Ah, hier können wir.
Nö, schon länger wach, also. Ja, hätte sein können. Komm, eins noch, eins noch, eins noch. Sausack. Ja, keiner. Oh, wer bist denn du? Nora. Du, Nora, da geht's für nicht lang. Pfarrer Lee sah heute nicht fröhlich aus. Wahrscheinlich hat er wieder eine Auseinandersetzung mit den Leuten vom Forschungszentrum. Der Konflikt zwischen der Kirche und dem Forschungszentrum geht schon eine ganze Weile. Wann hören sie endlich damit auf? Wir wollen alle das Beste für die Menschheit. Also, dann viel Spaß. Gut, da geht's aber nicht lang. Das läuft halt weiter gegen einen Stein. Dummerweise habe ich gestern und heute ausnahmsweise mal nicht auf den Kalender geschaut. Hab jetzt heute die Taufe vom Sohn von einem Kollegen verpasst. Schäm dich, Kelly. Brauch noch ein verblödetes Eisenholz. Ja, da haben wir's, da haben wir's. Go, 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 go. Muss dir irgendeine Ausrede aus den Fingern saugen? Sorry, hab's verpeilt. Wäre das nicht eine gute Ausrede? So, das komische Ding brauchen wir hier da. Braucht jetzt 2 Stunden. So, also hier würde ich dann mal sagen, Holz haben wir erstmal genug. Können wir da noch ein bisschen bauen. So, dann könnten wir 25 Carbonstahl machen. Was dann natürlich nur 400 Jahre dauern würde. Wir könnten aber auch mal 25 Eisenbarren machen, oder? So einfach so, weil wir es können. Also wir tun zumindest mal so. Den nehmen wir mit... Oh. So. Dann den da, dann hauen wir den mal dahin. Den hauen wir mal dahin. So, dann da rein. Da rein, da rein. Hier rein, da rein, so. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Mal, siehst du, da müssen wir aber dann müssen wir dann auch wieder einkaufen. Und hier noch. So, wo haben wir denn? Habe ich da reingeschmissen. Da rein. Und die hauen wir da rein.
Halt hier, Ramsch. So. Hat das jetzt 2 Stunden gedauert? Nee. Doof. Denn. Gehen wir jetzt erstmal gucken. Stimmt, zum Ding müssen wir noch gehen. Baumschule retten, Baupläne warten. Marthas Lieferung. So, 10 Hartholzdielen. Ne, 5 und 3 Eisenbarren. Okay. Machen wir doch gleich mal so. Ja, wenn die jetzt auch, dann können wir nämlich gleich zu Martha laufen, können mit Martha reden für Oma Sophie und dann können wir das Zeug dahin bauen, bringen. Ah, Kelly Killer wäre das nix. Sorry, hab's halt ein stressiges Woche und Wochenende hab's verpasst. So mit Familie und so. Haben wir. So, dann können wir hier mal 25 Holzbretter machen. Keine Ahnung, muss mal gucken. Ja, da wird doch schon was einfallen. So, wahrscheinlich, ich komme da jetzt an und sie ist weg. Oh, hier ist wohl Kung Fu Dingsbumse. Oh, Martha, wart auf mich. Toll, Martha ist weg. Doof. Und die hat immer noch nicht mehr. Ah. Registrieren, um am Portia Kampfkunstturnier teilzunehmen? Ja. Registrierung abgeschlossen. Der genaue Zeitplan wird am Tag des Turniers bekannt gegeben. Danke. Aber. Dann war doch der Aufzug irgendwo da hinten oben, ne? Hallo, Oaks. So, ich laufe genau drauf zu. Das ist schon mal gut. Ah. Bam Bam und Peppers haben schon wieder Spaß. Na, da hinten ist er doch. Ah, ja, Marmor, oder? So. Aufzugsteuerung. Ich wusste doch, dass das nicht alles ist. Das ist der Marmor. Dorthin. Blutstein Marmor, jawohl. Wie ist denn das hin, Alter? Ach, den kann ich echt abbauen hier. Gut, viel Kupfer ist da nicht drin, aber viel Marmor. Immer mit. Dum, dum, dum. Können wir da auch mal wieder ein bisschen aufrüsten?
Darum, darum. Ah, da oben ist das Ding. Na. Ich bin weg, ihr blöden Viecher. So, drum, drum, die dum, dadai. Mal den mit. Übrigens, für mich mittlerweile funktioniert es, Kelly. Es war tatsächlich das Stick, ne? Dem ich den gestern nach dem Stream neu kalibriert habe, jetzt geht's einmal frei. Zwar keine Ahnung warum, weil in keinem anderen Spiel hat er Probleme gemacht, nur in dem, aber... Na gut, ne? Hauptsache Problem gefunden. So, weil Mama war eh immer so ein bisschen, ne? Keine Ahnung, was wir jetzt gleich für die komischen Schalt... die Aufzugsteuerung brauchen. So. Was? BZ versus Log? Das ist doch 100 Pro Venot, oder? BZ versus Log. Ah, die blöden Viecher hier schon wieder. Tschüss. Hallo, Herr Marienkäfer. So, für Kampfturnier haben wir uns angemeldet. Martha haben wir nicht getroffen, dann müssen wir morgen gucken. Genau, die Dinger für da hinten haben wir auch angeschmissen. Dann müssen wir mal gucken. So, und ich vermute, jetzt mal tatsächlich, dass wir die hier bauen. Deine Schultertasche, die bauen wir nicht hier. Plan dafür liegt bei. Aber er braucht für den Betrieb einen neuen Aufzug. Montiere die Aufzugsteuerung und baue sie ein. Der Auftrag der Ziviltruppe enthält den Bauplan für die Aufzugsteuerung. Hä? Wochenende, hoch die Hände. Hi ho, Firefly. Oh, Firefly hat mal richtig Luxus hier, ne? Der hatte drei Tage am Stück. Sonntag, Montag und Dienstag frei. Und das im Einzelhandel. Okay, wo baue ich die blöde Aufzugsteuerung? Warte mal. Musisch ist die etwa hier. Ach du Scheiße. Haben gefunden. Hallo, ich habe nach links gedrückt. Nein, ich habe. Also geht ja gar nicht. Bitte, ja. Wundern wir uns nicht.
Mache aber mal so, mache aber so, mache aber so. Und so und so. Benzin aufgebraucht. Was? Geht ja mal gar nicht. So. So, dann hier rein. Da rein, da rein. Da. Du nicht. Du, du. Du nicht, du. 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 Aber haben die komischen roten Dinger da drin? Ah, ist schon einige. Ganz rüber. Dong, dong. Ja. So. Dann müssen wir da hin.